Willkommen zur ersten Folge meiner Red Bull Fußballserie, in der ich die verschiedenen Red Bull Fußballvereine durch deren Rolle und Geschichte vorstellen werde. Aber davor möchte ich euch nur daran erinnern, dass das Ziel einer Handelsgesellschaft wie Red Bull ist, einen Gewinn zu erwirtschaften. Und ein möglicher Weg dafür ist eben aus Investitionen in einen Fußballverein Renditen zu bringen, entweder durch den Einkauf oder die Gründung solcher Clubs. Dann gibt es aber mehrere Möglichkeiten, durch einen Fußballverein Geld zu verdienen. Und die erste ist, Medienerfolg zu haben. Meiner Meinung nach ist das die Strategie, für die Red Bull sich am Anfang entschieden hat, als sie 2006 einen Verein in New York kauften, denn es hat ihnen erlaubt, bei New York Red Bulls verschiedene Weltfußballstars wie Juninho, Rafael Marquez aber vor allem Thierry Henry zu unterschreiben. Diese Verpflichtungen haben ihnen kaum oder gar kein Geld gekostet, und obwohl sie aus einer Fußballsicht die Mannschaft sicher geholfen haben, auch indem sie andere Spieler überzeugt haben, auch zum Verein zu wechseln. Diese Transfers haben zusätzlich dazu eben auch Fans ins Stadion und Sponsoring-Verträge gebracht. Diese Spieler waren die perfekte Gelegenheit, um Interesse anzuziehen, da ihre Zugänge Schlagzeilen nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Land geworden sind. Sie sind mit der Red Bull Marke zu, also sie mit der Red Bull Marke zu assoziieren, hat sicher verursacht, dass viele Leute ein paar von ihren Dosen gekauft haben. Nichtsdestotrotz, das hat es in den letzten Jahren bei New York Red Bulls und in der MLS weniger Star-Verpflichtungen als vorher gegeben. Und mehrere Gründe können diese Änderung innerhalb der MLS erklären. Der erste ist, dass die Liga verschiedene Regeln eingeführt hat, um zu vermeiden, dass Vereine bankrott gehen. Aber auch um die Entwicklung junger amerikanischen und kanadischen Spieler zu fördern. Eine von denen ist die Begrenzung von großen Lohnen, die erlaubt, dass nur sogenannte Designated Players einen größeren Lohn als die anderen verdienen, obwohl ihr Lohn auch begrenzt ist. Der zweite ist, dass andere Vereine, hauptsächlich aus dem persischen Golf, sind fähig, Verträge anzubieten, die aus einer finanziellen Sicht besser sind, da der oder die Besitzer nicht brauchen, dass der Club rentabel ist, denn sie sind reich genug und wollen einfach Spaß haben. Diese zwei Gründe erklären, wieso New York Red Bulls ihre ursprüngliche Strategie geändert hat. Nämlich besteht die erste Mannschaft heutzutage fast nur aus Jugendspielern, die eben auch mal verkauft werden können. Das hat aber nicht New York Red Bulls gehindert, in den letzten Jahren ab und zu relativ erfolgreich zu sein, obwohl die MLS immer konkurrierender geworden ist, denn in eine sogenannte Franchise zu investieren, ist eine sehr gute Marktopportunität. Deswegen gibt es in letzter Zeit fast jedes Jahr einen neuen MLS-Verein. New York ist aber nicht die erste Stadt, wo Red Bull sich angesiedelt hat. Allerdings musste Salzburg diese erste Stadt sein, weil es wo die Red Bull Firma und dessen CEO Dietrich Mateschitz ihren Sitz haben. Diese Wahl für die Mozartstadt hat aber bedeutet, dass eine andere Strategie umgesetzt werden musste als die in New York, denn weltberühmte Spieler hätten nicht ihre letzten Karrieresaisons in Österreich verbringen mögen, im Gegensatz zu in den Vereinigten Staaten. Nämlich sprechen die Alpenlandbewohner nicht Englisch, und dort gibt es keine NBA, keinen amerikanischen Fußball, keinen Baseball oder sogar keinen amerikanischen Rap, die häufig kritisch sind, um Spieler anzuziehen, die kurz vor ihrem Karriereende auch außerhalb vom Fußballfeld Spaß haben möchten. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass Red Bull in Österreich keinen Medienerfolg brauchte, da sie im ganzen Land schon berühmt waren. Deswegen hat Red Bull in Salzburg vom Anfang an Erfolg auf dem Spielfeld gesucht, indem sie dort einen Verein gekauft haben,
der schon in der ersten Liga spielte. Unter Trapattoni, eine Trainerwahl, die diese Lust auf Fußballerfolg sehr gut symbolisiert, sind die Salzburger sehr schnell Österreich Meister geworden. Der Club konnte aber nicht wirklich von mehr träumen als die beste Mannschaft als davon die beste Mannschaft im Land zu haben. Denn sehr gute Spieler wollten nicht zu einem Verein wechseln, der nicht sicher war, jedes Jahr an einem europäischen Wettkampf teilzunehmen, weil Salzburg zuerst mehrere schwierigen Qualifikationsrunden durchgehen musste, um Zugang, und ist eigentlich heutzutage immer noch der Fall, aber eben um Zugang zum entweder Europa League oder Champions League zu haben. Wegen dieses von den erwähnten Umständen begrenzten auf dem Spielplatz Erfolg waren die Einkommen auch limitiert. Das haben Red Bull verstanden, und da sie nicht Weltklassenspieler anziehen konnten, haben sie sich dazu entschieden, gute Spieler zu kreieren und sie danach zu verkaufen. Mit diesem Ziel übernahmen sie 2007 einen Verein der zweiten Ebene in São Paulo, der ein strategischer Ort ist, weil viele talentierten brasilianischen Spieler aus dieser Stadt kommen. Zusätzlich zu diesem sogenannten Red Bull Brasil kaufte die Firma auch 2008 in Ghana eine Akademie. Nichtsdestotrotz waren Red Bull am Anfang nicht erfolgreich mit der Jugend, denn nur zwei Spieler aus Red Bull Brasil zur ersten Mannschaft Salzburgs gewechselt sind: Torwart Coronel und aktueller PSV-Spieler Ramalho. Und kein Spieler ist aus der Akademie in Ghana gewechselt, was zu der Entscheidung geführt hat, sie 2014 weiter zu verkaufen. Am Anfang haben Red Bull sogar in Salzburg keinen echten Erfolg im Jugendbereich gehabt, denn nur Ilsanker und Hinteregger sind aus den Spielen erwähnenswert, die in diesen frühen Jahren durch das Nahwuchsleistungszentrum durchgegangen sind. Und ein Grund dafür war die schwierige Transition in die erste Mannschaft, die eben nicht den Positionsspielstil hatte, den niederländische Trainer in die Akademie gebracht hatten. Das Ganze wurde aber anders, als der berühmte Ralf Rangnick 2012 Sportdirektor benannt wurde. Diese Funktion hatte er aber nicht nur in Salzburg, sondern auch in Leipzig gehabt, wo Red Bull 2009 auch aus einer tieferen Liga-Verein kaufte. Die Firma hat die deutsche Stadt ausgewählt, hauptsächlich, denn sie die Möglichkeit gehabt haben, das große Stadtstadion zu übernehmen, was vieles über die Absichten sagt, die Red Bull mit diesem Club hatten. Die Erfolge zu haben, die mit Salzburg nicht erreichbar sind. Tatsächlich ist es viel einfacher, bessere Spieler zu interessieren, wenn man auch eine Mannschaft in der deutschen Bundesliga hat. Obwohl finanzielles Fairplay sicher darauf Einfluss gehabt hat die Firma für Spieler nie Geld weggeworfen, sozusagen, und ist eher Schritt für Schritt gewachsen. Um Qualitätsspieler für einen billigen Preis zu haben, ist es eben ein guter Weg, Spieler aus kleineren Ligen zu verpflichten, was Rangnick eben machen können hat. Denn er kannte, welche Spieler aus Salzburg zu der deutschen Red Bull Mannschaft genau passen würden, was auch einfacher machte, diese Spieler von einem solchen Wechsel zu überzeugen, anstatt zu einem anderen Verein zu wechseln oder in Österreich zu bleiben. Teilweise mit dieser Idee im Kopf hat Rangnick in Leipzig und in Salzburg etwas eingeführt, das beide Vereine begünstigt hat. Eine Fußballidentität. Ralf Rangnick ist eben der Ursprung dieses stetigen Willens, den Ball zu erobern, besonders gleich nach dem Ballverlust, um so schnell wie möglich zum gegnerischen Tor zu gehen. Und dies, egal was der Stand ist. Diese Red Bull-Identität ist Salzburgs Erfolgsgeheimnis seit mehreren Jahren, denn es ist ein Club, der von seinen Akademiespielen sehr abhängig ist und sein darf, da die Spielprinzipien in allen Mannschaften gleich sind.
Nachwuchsleistungszentrum sowie bei den Profis. Deshalb können sich Akademiespieler sehr schnell anpassen, wenn sie zur ersten Mannschaft wechseln, was dem Verein eben erlaubt, jedes Jahr mehrere Stammspieler zu verkaufen, ohne danach schlechten Ergebnisse zu haben. Und das ist eben, was der Club sucht. So viele Wunderkinder wie möglich zu verkaufen für das Geld und eben auch auf der Nationalebene erfolgreich zu sein. Und da Leipzig den gleichen Spielstil hat, sind für sie die Jungen von Salzburg aufgrund der Anpassungsfähigkeit und Preis perfekte Transfermöglichkeiten, Spieler zu verpflichten, die mit circa 22 Jahren Salzburg verlassen, bedeutet auch, dass es kein Problem sein wird, sie nach ein paar Saisons in Leipzig weiter zu verkaufen. Egal, ob sie die Erwartungen getroffen haben werden oder nicht, denn sie immer noch jung wären, also 25 Jahre alt ungefähr. Weil diese für alle gute Deals sind, ist es nicht überraschend zu erfahren, dass viele Spieler zuerst bei Salzburg gespielt haben, manchmal leihweise, bevor danach nach Deutschland zu wechseln. Gulaksi, Hannes Wolf, Sabitzer, Laimer, Ilsanker, Upamecano, Naby Keita, Campbell, Csoboszlai, Haidara, Hwang Hee-chan und ehemaliger Leipzig-Trainer Jesse Marsch sind alle vom österreichischen Verein nach Leipzig gegangen. Aktueller Salzburg-Trainer Jaissle hat aber die andere Richtung genommen. Zuerst war er Trainer beim Nachwuchsleistungszentrum von Leipzig, dann bei dem von Salzburg, bevor er dort letzter Sommer die erste Mannschaft übergenommen hat. Diese Namen und deren Weg sind gute Beispiele dieser Leipzig-Salzburg-Verbindung. 2012 ist also das Jahr der Änderung bei Red Bull und obwohl Ralf Rangnick seit 2015 nicht mehr Sportdirektor für den Rasenballsport Leipzig und den FC Red Bull Salzburg ist, haben diese zwei Vereine gute Leistungen weitergehabt, indem sie denn von dem deutschen Gezeigten weg gefolgt haben. Neuer Salzburg-Sportdirektor Christopher Freund leistet zum Beispiel eine tolle Arbeit und wenn man die Liste von Trainern anschaut, die beide Vereine seit 2012 gehabt haben, merkt man eine starke Kontinuität im Spielstil, obwohl Ralf Rangnick mittlerweile gegangen ist. In Salzburg haben sie Roger Schmidt, Adi Hütter, Peter Zeiler, Oscar Garcia Jungent gehabt, obwohl dieser eher positionsspielorientiert ist, aber auch Marco Rose und sein Assistenztrainer René Maric, Jesse Marsch und aktuell Jaissle. Und bei Leipzig fällt diese Red Bull-Spielidentität auch direkt ein, wenn man die Liste von Trainern der letzten Jahre durchliest. Ralf Rangnick hat selbst zweimal die erste Mannschaft trainiert, einmal mit Jesse Marsch als Assistenztrainer. Aber Leipzig hat eben auch Hasenhüttl sowie Nagelsmann gehabt und jetzt Tedesco, Jesse Marschs Nachfolger. Und was mit diesem gleichen Jesse Marsch lustig ist, ist, dass bevor er nach Europa kam, er war Trainer bei New York Red Bulls. Nämlich habe ich bis dahin nur Zusammenhänge zwischen Salzburg und Leipzig erwähnt, die seit Rangnicks Nominierung in 2012 stattgefunden haben. Ein anderer Mann war aber eben auch wichtig bei Red Bull. Das ist der ehemalige französische Trainer Gérard Houllier, der auch 2012 angefangen hat, für die österreichische Firma zu arbeiten. Als Fußballdirektor hat er eben diese Red Bull-Identität in Übersee gebracht oder besser gesagt in New York und Brasilien. Zwischen 2019 und 2020 hat eigentlich auch ein anderer Sportdirektor, Paul Mitchell, für diese zwei nicht-europäischen Vereine der Gruppe gearbeitet. Dies zeigt erneut den Wunsch der FIMA, bei ihren vier Mannschaften einen ähnlichen Spielstil zu haben, sorry. Und als Konsequenz ist Jesse Marsch gar nicht der Einzige, der durch mehrere Red Bull Clubs durchgegangen ist. Allerdings sind die schon vorher erwähnten Spieler Ramaiho
und Coronel zu Salzburg aus Red Bull Brasil gewechselt. Und dieser Coronel hat eben gerade aus dem österreichischen Verein für New York Red Bulls unterschrieben. Und über den amerikanischen Verein, zwei ihrer Spieler, Tyler Adams und Caden Clark, haben schon für Leipzig unterschrieben, wobei ein ehemaliger Salzburger Akademietrainer, Gerhard Struber, heutzutage ihre erste Mannschaft trainiert. Dies zeigt, dass diese Red Bull Spielidentität die Anpassung von Spieler und Trainer vereinfacht, die schon durch einen Red Bull Verein gegangen sind. Und obwohl Gerard Houllier 2020 gestorben ist und Ralf Rangnick das gleiche Jahr Red Bull nach einem zwölfmonatigen Rückkehr als Sportdirektor definitiv verlassen hat, denke ich, dass Red Bull ein großes Potenzial dafür hat, weitere Erfolge auf dem Spielfeld durch ihre Vereine zu haben. Vor allem dank ihrer verteilten Spielidentität. Und das beste Mittel, es zu erreichen, ist sicher zu kapieren, was Salzburg schon seit Jahren umsetzt. Dort haben Red Bull tatsächlich ihres beste Nachwuchsleistungszentrum, wenn man die Liste von Spielern anschaut, die danach den Durchbruch geschafft haben. Und es ist nicht überraschend, denn wie schon vorher erwähnt, die erste Mannschaft besteht hauptsächlich aus ehemaligen Akademiespielern. Eigentlich haben sie ein sehr gut entwickelten Scouting-Netzwerk, der ihnen nicht nur die besten jungen Spieler Europas gebracht hat, sondern auch die aus Afrika, Amerika und Asien. Deswegen sollte es meiner Meinung nach kein Problem sein, diese Arbeit mit den anderen Red Bull Clubs zu verteilen. In New York könnten sie sich auf Nord- und Zentralamerika konzentrieren, wohingegen brasilianischer Verein Red Bull Bragantino, der seit ihrem 2019 Kauf und ihrer Fusion mit Red Bull Brasil immer wichtiger wird, eben dieser Verein könnte die Südamerika-Zone würde die Südamerika-Zone bekommen. Die Sache ist, die Akademie von RB Leipzig könnte immer im Schatten von der von Salzburg stehen, die schon überall in Europa und in Deutschland scoutet. Meiner Meinung nach werden sie sich trotzdem diesbezüglich verstehen, aber Salzburg muss den Vorrang haben, vor allem weil es sehr schwierig ist, in Leipzig die erste Mannschaft aus der Akademie zu erreichen. Allerdings gibt es nach den U19 keine andere jungen Mannschaft und der Wettkampfunterschied ist riesig zwischen Bundesliga U19 und die Profi-Bundesliga. Zusätzlich dazu ist Leipzig auch eine der besten Mannschaften der Liga, was sogar schwieriger macht, dass junge Spieler ganz oben einen Platz bekommen. Nämlich ist Leipzig auch die beste Red Bull-Mannschaft, soweit wenigstens denn es gibt regelmäßig Gerüchte, dass die Firma auch daran interessiert wäre, weitere Vereine aus anderen Ländern zu kaufen. Das werden wir im Auge behalten müssen. Als Fazit muss ich sagen, dass ich gegenüber diese Red Bull-Vereine sehr optimistisch bin. Ich rede hier nicht nur über die vier aktuellen, sondern auch über die anderen, falls es noch anderen geben sollten, weil egal ob auf einer Talentaufnahme oder Scouting-Ebene, sie hätten alle sicher die Möglichkeit, aus dem Besten zu lernen, Red Bull Salzburg. Und über die Arbeit, die dort geleistet wird, das ist eben das Thema meines nächsten Videos. Also wenn du dann nichts über die Erfolgsgründe des österreichischen Vereins verpassen willst, lade ich dich dazu, meinen YouTube-Kanal, sowie meinen Twitter- und Instagram-Account zu abonnieren. Und falls dieses Video dir gefallen hat, kannst du auf Like klicken, es mir in den Kommentaren Bescheid geben, sowie das Video verteilen. Es würde mir viel helfen, mehr als du glaubst. Ciao!